Okay, neues Spiel, neues Glück. Wir spielen wie Candy und ich muss als erstes mal, und das ist auch wieder so was Wichtiges, ne? Sorgt dafür, dass ihr immer einen weißen Skin habt. Sowas. Dann könnt ihr nämlich bei wie Candy schön Blend-In machen. Macht es auf jeden Fall. So. Passt es? Sieht ziemlich weiß aus. Ich, wie gesagt, spiele wieder FPP. Candy ist cool, aber zum Glück gibt es mittlerweile dieses Ding nicht mehr, dieses Thermoscope nicht mehr als World Drop. Das war ultra nervig, finde ich. Das war wirklich. Uiuiui. So, wir gucken mal, wo muss man hin? Ich würde auf jeden Fall irgendwo raushüpfen, wo es weiß ist, weil sonst steche ich raus mit meinen weißen Klamotten. Castle ist vielleicht ein bisschen hart, ne? Nee. Alle sind schon rausgehüpft, ehrlich gesagt. Laverne? Observatory? Ach komm, mach mal Observatory. Und dann schauen wir mal hier. Nee, das kleine Ding da. Das kleine Ding ist besser. Ich habe die Hoffnung, dass da nicht allzu viele Dudes rumhüpfen. Mal abwarten. Mal gucken. Kennt ihr übrigens den Film The Gentleman? Wenn nicht, da kommt dieser Jumpsuit drin vor. Schaut ihn euch mal an. The Gentleman von Guy Ritchie. Ultra lustiger Film. So. Ja. Ja, Guy Ritchie macht sowieso sauwitzige Filme. Ganz ehrlich, der Typ, der hat echt gute Filme gemacht. Ich glaube, das ist der berühmteste oder der einer der besten Regisseure aus United Kingdom. Gibt's hier nichts anderes. Eine Armbrust, na super. Da könnt ihr euch jetzt aber warm anziehen, Leute. Kann ich sie jetzt auch wenigstens mitnehmen, bis ich was anderes gefunden habe. Lädt ein bisschen langsam nach, die Möhre. Ne? Full Auto Armbrust, das wäre nochmal was. Man könnte natürlich Sneaky spielen, ne? Ah, Sexoscope ist gut. Gefällt mir. Vorne ist auch gut. Das Geräusch mache ich immer, wenn ich mit meinem Loot nicht zufrieden bin. Eine Pistole, die ist vielleicht sogar besser im Nahkampf. Ist das, was ich da bisher habe? Das nehmen wir. G36 ist eigentlich echt ein Top-Teil. Muss man sagen, die G36 ist eigentlich echt ein Top-Teil. Es soll jetzt neue Progressive Skins auch geben. Und zwar eventuell für die Scar. Da wird jetzt momentan noch ziemlich viel rum philosophiert, ob das wirklich kommt. Aber ein Progressive Skin für die Scar finde ich schon witzig. Hier unten. Sehr schön. Einmal also alles hier dran montieren. Ja, 45 ACP. Für was brauche ich die? Ist das eine? Ach was, die Pistole hat 45 ACP? Ach, das ist die. Okay. Alles klar. Gut. Passt das mal, ne? Noch irgendwelches Kuschel hier? Ich glaube auch, dass der Server gerade bevölkert ist von ziemlichen Profis. Das merkt man schon daran, dass im Killfeed viele. Lol, ein Bär hat gerade angekillt. Das finde ich witzig. Das merkt man, dass im Killfeed viele Typen mit Clan-Tags sind. Wir müssen weiter, das bringt uns nichts, wir haben hier alles leer gelootet.
Oder wie Patches O'Houlihan. Oh shit, Leute, wir müssen. Ich hab so das Rondo-Feeling gerade. Ich hab so das Rondo-Feeling gerade. Viel Autofahrerei. Also, ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ich jetzt bisher so über PUBG 2 weiß. Es ist wohl so, dass Goldman Sachs kommuniziert hat mit Crafton. Goldman Sachs, für jeder, der es nicht weiß, so eine Investmentbank. Die haben so ein paar Euros auf der hohen Kante, die Burschen. Also so das, was man gemeinhin so als Evil Money bezeichnet. Und die haben anscheinend mit Crafton kommuniziert. Also Crafton, der Publisher von PUBG. Und wollten mal so ein bisschen hören, auf was sich die Investoren denn so einstellen können demnächst. Ne? Also hier geht noch was. Und wenn es etwas gibt, auf das Spieleentwickler hören, dann sind es Investoren. Ne? Also die Playerbase ist eine Sache, die ist wichtig, aber die Investoren wollen am Ende des Tages Knete sehen. Das bedeutet, die Investoren werden natürlich anders behandelt von den Publishern als die Spieler selbst, weil die Investoren können den Typen einfach die Stecker ziehen, sozusagen. So. Und wie ist das dann zu verstehen? Es funktioniert so. Oh, davon ist einer. Lass mich kurz... Oh, ich wurde gerade gepanzert. Jetzt erzähle ich es aber trotzdem noch kurz zu Ende. Genau, die Investoren haben dann gefragt, so, ja, wir craften, wie sieht's aus? Was gibt's jetzt hier noch Schönes zu sehen demnächst von euch? Und da wurde unter anderem kommuniziert, dass an diversen Optionen gearbeitet wird, um dieses PUBG-Spiel zu verbessern, zu verändern. Und eine Option davon wäre ein neues Spiel mit einer Unreal Engine 5. Ich habe dazu auch nochmal ein anderes Video gemacht. Und dieses Spiel hätte dann, wäre für PC natürlich logisch, Unreal Engine 5 wäre ziemlich krass. Also ist es schon so, dass zumindest irgendwo die Information verfügbar ist, dass Crafton aktuell mit einem, er lootet echt all mein Zeug, dass Crafton aktuell die, aber der Typ ist echt mit einer Panzerfaust einfach hier auf der freien Prärie rumgelaufen. Fand ich einigermaßen bemerkenswert. Warum macht er sowas? Onamusha, Level 167. Zwei schauen ihm zu. Ich bin nicht der Einzige, der ihm zuschaut. Bemerkenswert. Zurück zu Crafton. Das bedeutet, dass die tatsächlich momentan an einem Spiel arbeiten. Oder, also Gerüchte, alles. Es ist nichts offiziell bestätigt. Es ist eher so eine Kommunikation, die stattgefunden hat zwischen, wie gesagt, zwischen der Investmentbank Goldman Sachs und Crafton, dass an was Neuem gearbeitet wird. Da kommt der Nächste. Aber er hat keinen Panzer mehr, oder? Ja, und mit viel Schuss. Hat er überhaupt schon was gelootet, der Bro? Schau dir die Karre an, die ist ja total geröstet. Okay, der Typ ist witzig, dem schauen wir jetzt echt mal zu. Er ist auch nicht sehr diskret unterwegs, muss man sagen. Und so ist das mit diesem PUBG. Vielleicht kommt dem nächsten PUBG 2. Ich habe mit irgendwelchen Bros schon geredet. Pros, die meinten, es gibt Gerüchte, dass PUBG 2 kommt, schon seit Jahren. Und das stimmt. Also ich habe auch ein bisschen gegoogelt. Tatsächlich ist es wahr, ne? Also es gibt... Oh, der Bär hat jetzt schon ultra viele gekillt, mein Schatz. Mein Schatz ist ein Bot, aber ein witziger. Sind die Botnamen immer gleich eigentlich? Gibt es da so eine Datenbank, wo alle Botnamen drinstehen? Finde ich mal witzig. Falls es sowas gibt, schickt es mir. Würde mich interessieren. Vielleicht mache ich selber auch mal eine. Wie viele Botnamen gibt's? Wenn es nur 100 gibt, dann ist das okay. Aber wenn es irgendwie 1 Million gibt, dann habe ich da keine Lust zu.
Die Christina hat einen erwischt. Übrigens, Fun Fact, noch ein zweiter wichtiger Fun Fact. Die Bots wurden besser gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die Bots sind nicht mehr so noob, wie sie das mal waren. Ich werde nämlich ständig in meinen Kommentaren aufgezogen, dass ich von Bots gekillt werde. Ja, das mag sein, dass ich hin und wieder von einem Bot gekillt werde, insbesondere wenn ich so auf allen Vieren aus der blauen Zone rauskrieche. Aber die Bots wurden tatsächlich verbessert. Die sind jetzt nicht mehr so. Die können jetzt, glaube ich, nicht mehr nur bis 5 zählen, sondern zumindest mal bis 7. Also da hat sich was getan. Finde ich cool, weil ich habe das nämlich ein paar Mal angemerkt, dass es eigentlich praktisch wäre, wenn man die Bots in der Lobby anpasst an den Skill von den Spielern, die in der Lobby sind. Also ein Matchmaking-Ding. Und das finde ich, das haben sie gut gemacht. Es wird ja immer viel gemotzt über PUBG. Und auch Muscha macht nichts mehr, chillt jetzt hier im Gebüsch. Der weiß auch nicht, dass ich im Hintergrund über Gott und die Welt erzähle. Jetzt wird es ihm zu langweilig, jetzt läuft er weiter. Übrigens, Grüße hier gehen raus an Maximo Centurio. Ich wurde diesmal nicht von einem Bot gekillt. Oh, das ist creepy. Was war das? Was ist das, was da in der Luft rumfliegt? Das ist so ein Viech wie bei Harry Potter gewesen, oder? So ein. Wie heißen die? Dementor? So ein Dementor. Der PUBG-Dementor. Oh, das ist ein Bot. Ziemlich sicher ist das ein Bot. Schau, da oben fliegt der Dementor. Okay, ich muss meinen Eye-Track anmachen, damit ihr seht, wo ich hinschaue. Dauert mal ein bisschen die Möhre hochfährt. Momentan gibt es nicht viel zu sehen. Wir hocken hier eingenebelt. So, da ist ein Auto, ein Motorrad. Flugzeug auch. Es interessiert ihn noch nicht, dass der Typ da noch war. Alles klar. Was war das für ein Rauch da am Himmel? Hell? Ah, oh, mein Kaffee ist leer, ey. So ein Mist. Demnächst geht's nach Chile für mich. 3 Wochen. Bin mal gespannt, was ich da für Videos hochlade. Auf jeden Fall werden es keine PUBG-Videos sein, weil ich werde meinen wassergekühlten Monsterrechner nicht mit nach Chile schleppen. Das bedeutet, wir müssen uns da was anderes überlegen. Vielleicht installiere ich PUBG Mobile. Nee, ich habe schon einen Plan. Keine Sorge, ihr könnt gespannt sein. Alter Schwede, wie er sich da abgefangen hat. Okay. Nicht schlecht. Ich werde mir was überlegen, keine Sorge. Um euch mit lustigen Videos zu versorgen. Und zwar vielleicht werden die sogar noch ein bisschen cooler als die alten. Ich habe mir nämlich jetzt. Nein, ich spoiler nicht rum. Ich spoiler nicht rum. Lasst euch überraschen. Ey, boah, wie er auf dem Motorrad fahren kann. Jetzt hat er es aufgebockt, jetzt kommt er da nicht mehr weg mit dem Motorrad. Jetzt kommt er da nicht mehr weg mit dem Motorrad, da bin ich mir sicher. Schau nochmal hin, bitte. Würde mich interessieren. Macht es eigentlich Sinn, sich coole Skins zu kaufen, wenn man FPP spielt? Also, ich spiele FPP, wie gesagt, mittlerweile lieber als. Oben ist einer. Oben war einer. Habt ihr die Dings gesehen? Ja, seht ihr nicht? Die Waffe, er zielt an die falsche Stelle. Oben an der Tür steht einer. Er hat ihn nicht, er hat ihn gehört, er hat ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Warum sehe ich den und er sieht ihn nicht? Der steht oben ist oben an der Tür da. Genau da, wo diese Antenne auch ist. Snowstorm. Aber ich muss ihm eins lassen. Ich muss ihm eins. Nee, nee, nee. Ja, nice. Da unten ist er, da unten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, nice. Könntest theoretisch jetzt auch einfach nur Dings. Was macht denn der da? Was macht denn der jetzt? Ich versteh's nicht. What? Warum hat er den jetzt in seinem Haus eingesmort? Gibt es einen speziellen Move, den ich nicht kenne? Damit er nicht mehr rausfindet und von der Zone gekillt wird? Nee, so stark ist die Zone noch nicht. Der ist nicht da drin. Der war im anderen Haus. Ja, jetzt ist er drüben. Er läuft quasi denselben Weg, den Omnanusha gerade gelaufen ist. Der ist rechts von dir. Der ist rechts von dir.
Scheiße. Oh mein Gott, I'm totally lost. What the fuck is going on? Granate. Jetzt kriegst du das. Ich check nicht, was der macht. Ich bin aber froh, dass ich ihm zu weiter zugeschaut habe, weil das ist ein interessantes Gameplay, was der da abzieht. Aber er ist an dir vorbeigelaufen, Bro. Was? Ich versteh's nicht. Du hast doch gesehen, dass der an dir. Der hatte zweimal schon den Gegner nicht gesehen, den ich gesehen habe. Er spielt gut, aber er sieht die Gegner nicht. Ich versteh's nicht. Der ist schon längst weiter, Junge. I don't understand shit. Ich verstehe nicht, was er macht. Ich verstehe nicht, was er macht. Ach so, er wartet auf die rot, auf die blaue Zone. Auf die ist Verlass übrigens. Die kommt immer. Oma Musha. Weiß nicht, ob du das schon wusstest. Aber die blaue Zone kommt immer in dem Spiel. Außer du spielst Arcade und auch da gibt es die blaue Zone. Macht übrigens in Arcade richtig Schaden. Jetzt läuft er zurück. Ich check's echt nicht, was er vorhat. Ah ne, er hat das Motorrad nicht aufgebrochen. Ist wieder runtergeglitscht. Okay, alles klar. Ja, eine gute Strategie eigentlich. Ich verstehe aber nicht, was er dann mit seiner Rauchgranate gewollt hat, weil dann hätte er auch gleich weiterfahren können, oder? I don't understand. Also, ich meine, er muss sich doch nicht mit den Dudes in der Dings anlegen, in der Stadt, wenn er einfach durchfahren, am Schluss sowieso durchfährt. Oder wollte er Frags machen? Das kann auch sein, dass er den abknallen wollte. Dazu hatte er zweimal die Chance, ehrlich gesagt. Da drüben rennt einer, oder? Nee, ist ein Gebüsch. Alles gut. Oder ist das ein Gebüsch? Nee, ist kein Gebüsch. Da steht er. Ich glaube, er ist so wie dieser blinde Samurai. Leute, was geht? I see what he's doing. Alter, wie krass. Okay. Oh, fuck. The fuck? Er ist krass. Er spielt krasses Zeug zusammen. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, wieso jetzt zum Beispiel da gerade eben nicht einfach weitergefahren ist. Er hat den Typen nicht gesehen gehabt, der ihn weggemacht hat. Er spielt gut, aber er sieht keine Gegner. Wie dieser blinde Samurai irgendwie. Ich verstehe es nicht. Er ist auf jeden Fall ohne die Gegner zu spotten in die Top 16 gekommen, was ich bemerkenswert finde. Mich hat er gesehen übrigens. Aber ich war auch in einem Auto gesessen. Ich war groß. Ich glaube. Alter Schwede. Okay, ja, das war mies. Das war mies, mies, mies. Bill Carbu. Ona Musha hat witziges Zeug zusammengespielt. Aber so richtig verstanden habe ich es nicht, was er gemacht hat. Oh mein Gott. Tier 3, Level 239. Herzlichen Glückwunsch. Ne, Tier 4 ist das, hä? Das ist nicht Tier 3, das ist Tier 4, ja. Bill Carbu. Holy moly. In was für einem Server bin ich da gelandet, ganz ehrlich? Und warum hatte der Typ, als ich da über die weite Prärie gefahren bin, noch eine Panzerfaust einstecken? Ganz ehrlich, das gibt's auch nicht jeden Tag, oder? Yeah, Eisbär. Mhm. Oh nee, die letzte Zone ist in der im Eisbären-Eck. Das finde ich witzig. Übrigens, also mindestens ein Barrel-Magazin brauchst du für einen Eisbär. Mindestens eins. Da habe ich auch noch schon mal ein Video gemacht. Das heißt irgendwie Knut oder so. Soll mal googeln. Ein Magazin geht drauf für einen Eisbär. Und ich glaube sogar, es war ein Extended Mag. Da steht ein Auto. Das Auto ist wahrscheinlich... Na, da lag auch eine Kiste. Ich glaube nicht, dass dann im Auto noch einer ist. Allerdings ist da drin einer. Er hat ihn gespottet. Nice. Ja, ich glaube, wir schauen gerade den Gewinner zu, weil der Typ, wie gesagt... Ne, links von dir ist einer, glaube ich.
Ich glaube, links von ihm war einer. Was macht er? Boah, ist schon brutal hier gerade. Die. Ja. Die Map ist bevölkert von ziemlichen Pros jetzt nur noch. Er spielt ein bisschen hektisch für mich. Ich sehe nicht alles, was er tut. Playzone hat noch gerade einen gekillt. Also ein ganz schön hektischer Mausrührer, der Typ. Ich glaube, was ich höre, ist er selbst. Seine eigenen Schritte. Ne, da war keiner mehr. Das ist komisch. Abdeck. Ist jetzt eher so im Lower Deck unterwegs, glaube ich. War noch einer. Der ist auch rüber gepusht. Über die freie Fläche. Er hat so ein bisschen Respekt vor dem Typen, der da in den Häusern rumlurcht. Weil wenn er später Richtung Haus pushen muss, dann kann er ihm ganz schön Sorgen bereiten. Aber es sind noch 5 am Leben, also es ist jetzt nicht mehr viel zu tun hier. Was ich jetzt machen könnte, ist nochmal das Intro-Lied spielen. Da vorne. Grüße gehen raus an Maximo Centurio, der liebt dieses Lied, hat er mir schon geschrieben in den Kommentaren. So. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht hier. Der Dude ist immer noch da drin in den Häusern, ne? Ja, wir können jetzt Wetten abschließen. Der Typ wird dann Erster oder nicht. Aber bei dem Game, ich sag's euch, bei dem Game so viel Glück dabei. So viel Glück dabei. Ich denke, er wird Erster. Aber es kann zum Beispiel sein, dass jetzt hier ein Eisbär um die Ecke kommt und ihn einfach wegmacht. Und deswegen ist bei so einem Spiel immer schwer zu sagen, wer gewinnt. Es gab sogar schon Situationen, da habe ich gewonnen. If you know what I'm saying. Was macht er jetzt? Jetzt ist sein Rechner abgestürzt. Das wäre so witzig. Gibt's auch, ne? Ist immer geil, wenn das Spiel dann buggt und dann fliegst du raus. Übrigens, Fun Fact, ich glaube, wenn du länger als 4 Stunden am Stück spielst, dann stürzt das Game ab. Hat Wacky Jackie irgendwann mal rausgefunden. Also der hat sich wirklich so einen Timer gesetzt und nach 4 Stunden crasht das Game. Ich bin da noch nie hingekommen, weil ich das Spiel nie 4 Stunden am Stück spiele. Das finde ich einfach zu extrem. Aber ich bin auch ein blutiger Anfänger im Vergleich zu allen anderen in den Servern, die schon seit 5 oder sogar 6 Jahren das Game spielen. Ich glaube, seit 6 Jahren ist es draußen. Ne? Warum lädt er seinen Rauchgranatenwerfer nicht nach? Aber das nur am Rande. Der hat den Barrel-Skin mit Chroma. Also den... Der ist schon... Ich habe den auch, aber der ist nicht billig. Was hat er denn für einen SLR-Skin? Ist das auch ein Dings? Ist das auch ein Progressive-Skin? Glaub nicht, oder? Ich weiß es nicht. Dafür ist natürlich Third-Person gut. Ich glaube, Third-Person wurde nur deswegen entwickelt, um Skins zu verkaufen. War das Game eigentlich von Anfang an Third-Person? Oder? Oh, yeah. 30 Schuss hat er noch drin. Ne? Das bedeutet, er hat den Typ mit 12 Schuss weggemacht. Alter Schwede, der trifft, mein Gott. Noch 2 am Leben, ich sag's euch, der wird Erster. Der zweite, der andere, der jetzt noch am Leben ist, ist bestimmt ein Eisbär. Aber bei sowas, ja doch, das ist ein Progressive. Nee. Oh mein Gott.
Das war's, Kollegen. Wenn er die Möhre nicht gewinnt, dann weiß ich es nicht. Klar, das Ding hat er in der Tasche. Molly? Oh mein Gott, wie krass. Der andere ist auch nicht schlecht, ey. Der andere ist auch nicht schlecht, ich sehe ihn nicht. Das war die den roten Rauch, den wir gesehen haben. Oh mein Gott, der hat Kohle ausgegeben für Smokes. Scheiße. Alter, wie der den gespottet hat. Krass. Wow. Holy Frick. Das war gut gemacht. Übrigens, die Musik ist copyright-frei. Die habe ich nämlich selbst gebastelt mit Ableton Live. Ich muss dann noch mal nachlagen. Ich muss noch ein bisschen bessere Musik bauen. Aber das mache ich bei Gelegenheit. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Infos mitgeben. Und ja, schaut gerne beim nächsten Mal wieder zu. Falls es euch gefallen hat, like und subscribe. Und dann bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.